Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich möchte mit euch heute, ja, was Neues ausprobieren. Nachdem ich euch ja den Teil 1 der Panzerklassenvorstellung mitgebracht habe, die Artillerie, habe ich sehr viel Schelte bekommen. Zum einen natürlich von Leuten, die, wie ich, jetzt nicht der allergrößte Freund der Panzerklasse Arti sind, und zum anderen natürlich von den Leuten, die sich mehr Gameplay gewünscht hätten. Aus nicht näher genannten Gründen, die sich vielleicht aber jeder vorstellen kann, werde ich mich jetzt natürlich jetzt hier nicht hinsetzen und stundenlang Arti-Gameplay für euch aufzeichnen, weil ich, wie gesagt, von der Klasse selber auch in World of Tanks nichts halte. Was ich aber anbieten kann, und da bin ich jetzt auf eure Meinung angewiesen, dass wir uns hinsetzen und bei den TDs deutlich intensiver uns das Ganze anschauen. Ich habe jetzt hier erst gesessen und eine Dreiviertelstunde ein Video aufgenommen, oder beziehungsweise das Video war eine Dreiviertelstunde lang, wo ich darüber theoretisch gesprochen habe, worin sich die TDs unterscheiden, was die einzelnen TD-Stränge auszeichnet, etc. pp. Aber es war dann am Ende noch nicht eine Sekunde Gameplay mit dabei, und das möchte ich gerne ändern, und ich stelle mir die Reihe dann vielleicht ein bisschen anders vor, dass wir uns nach und nach immer die einzelnen Jagdpanzer mal schnappen, vor allem die, die ich für besonders zeigenswert halte, mit denen dann drei Runden Live-Gameplay fahre und ich euch dabei erkläre, was denn die einzelnen Panzer auszeichnet und wie ich die Spielweise interpretieren würde. Bevor wir das Ganze aber machen, werfen wir trotzdem noch mal kurz einen Blick in die Forschung. Es gibt mehrere große Nationen in World of Tanks, wie die Deutschen, die Russen, die Amerikaner und die Briten. Die haben zwei TD-Stränge. Und dann gibt es noch die Franzosen, die Chinesen und die Schweden. Die haben einen TD-Strang. Die TDs unterscheiden sich eigentlich lassen sich aufteilen in vier Klassen. Einmal Papier-TDs mit und ohne Turm, also drehbarer Turm und nicht drehbarer Turm sind zwei. Und dann einmal die sehr stark gepanzerten TDs mit und ohne Turm. Das ist so, wo ich sagen würde, die grobe Unterscheidung. Und dann gibt es natürlich noch die Stritzwandreihe der Schweden. Auch die wollen wir uns dann später nochmal anschauen. Aber diese vier Unterscheidungen, würde ich sagen, kann man machen. Und bei den Nationen, wo man zwei TD-Stränge hat, gibt es meistens einen, der ist besser gepanzert und dafür unmobiler. Und dann gibt es einmal die schlecht gepanzerten, die dafür mobiler sind und die dann vom Geschütz her häufig auch einen drehbaren, zumindest besser drehbaren Turm haben. Ja, das ist bei den Deutschen so. Bei den Russen ist nochmal ein bisschen was anderes. Da habt ihr einmal diese extremen Sturmgeschütze hin zum Objekt 2684. Und dann habt ihr einmal diese TDs, die man eher aus der zweiten Reihe spielt, eher schlecht gepanzert, aber dafür mit ein bisschen besseren Kanonen. Ja, bei den Briten ist das ähnlich. Ihr habt einmal hier unten die Bunker-Variante hin zur Torte Badger. Und hier oben habt ihr dann die mobileren TDs mit einem drehbaren Turm hin zum FV4005. Das ist so quasi die grobe Unterscheidung, und man kann auch festhalten, dass alle TDs im Prinzip einen besseren Tarnwert haben als ihre jeweiligen Heavy-Counterparts, also der Tarnwert von TDs. Man kann das immer ganz schön festmachen an der T110-Reihe. Wenn wir jetzt hier mal ganz kurz Tarnung uns anschauen, T110E5 hat jetzt hier einen Tarnwert von 8,44. Wenn ich jetzt auf den T110E3 gehe, haben wir 18,51, und beim T110E4 sind es 16,82. Also, obwohl sie von der Größe her ähnlich sind oder fast identisch, haben die TDs einen deutlich besseren Tarnwert. Und dann muss man auch sagen, dass TDs in der Regel die höchste Standarddurchschlagskraft haben auf den jeweiligen Stufen. Ja, das ist ein besonderes Merkmal. Und sie haben in der Regel auch die höheren Schadenswerte pro Minute, also die höhere DPM. Wenn ihr mal zum Beispiel auf TanksGG schaut, dann werdet ihr sehen, dass die Top-Standardpenetration und die Top-DPM meistens an die TDs der jeweiligen Klasse fällt. Das sind so Sachen, Tarnwert, Durchschlagskraft und Schaden pro Minute, die die TDs häufig gemein haben. Und ansonsten gibt es natürlich ewig viele Unterschiede in der jeweiligen Spielweise. Und der größte Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, dass man mit zum Beispiel so einem T110E3 hier hinten an der roten Linie spielt und dann aber mit einer Hellcat oder einem Nashorn vorne mitpusht. Also es gibt
sehr, sehr viele verschiedene Nuancen in der Spielweise, natürlich auch abhängig von dem jeweiligen Matchmaking. Und weil ich das jetzt nicht alles nur in der schieren Theorie mit euch durchgehen möchte, würde ich euch anbieten, dass wir uns viel intensiver, als wir das bisher gemacht haben, mit den Panzerjägern mal auseinandersetzen und da in die einzelnen Forschungsbäume einfach mal reinschauen. Ich persönlich bin jetzt kein großer Lotier-Freund, deswegen würde ich bei Tier 6 anfangen. Es gibt auf Tier 5 extrem viele gute TDs. Einmal das Sammlerfahrzeug T-67 bei den Amerikanern, die Su-85 bei den Russen. Also da gibt es schon sehr, sehr viele geile, auch noch niedrigere Stufen. Wir können mal ganz kurz bei den Deutschen schauen. Auch Sturmgeschütz erfreut sich natürlich immer wieder größerer Beliebtheit. Wie gesagt, bei den Russen die Su-85, absolut geiles Gerät. Bei den Amerikanern haben wir auf Stufe 5 den Wolverine, auch der ist wirklich nice. Bei den Franzosen haben wir auf Stufe 5 einen M10 Premium TD, auch der ist wirklich nice, aber auch der S-35CA ist nicht von schlechten Eltern. Also da gibt es durchaus schon auch auf den unteren Stufen noch ganz interessante TDs, aber das würde, wie gesagt, dann glaube ich den Rahmen sprengen. Ich möchte heute anfangen mit euch mit dem Jagdpanzer 4. Wir schauen hier noch einmal ganz kurz in die Forschung rein. Der Jagdpanzer 4 geht dann in Richtung Jagdpanther, Ferdinand, Jagdtiger, Jagdpanzer E100. Ich persönlich würde sagen, Ferdinand und Jagdtiger für ihre jeweilige Stufe sehr, sehr unterdurchschnittliche Performance. Der Jagdpanther auf Stufe 7 ist noch okay, aber der Jagdpanzer 4 hat halt sehr viele Vorteile. Eine geile Kanone, einen sehr hohen Tarnwert und auch eine sehr, sehr gute DPM. Deswegen würde ich euch den gern vorstellen. Man ist nicht lange unterwegs, bis man beim Jagdpanzer 4 ankommt. Und ich glaube, wenn es um turmlose TDs geht, die man aber trotzdem irgendwie ein bisschen aus der zweiten Reihe spielen muss, ist das schon ein sehr, sehr cooles Gerät, was wir uns jetzt heute angucken. Als allererstes quasi als Opener dieser Reihe. Und dann müsst ihr mir sagen, ob wir das weiterverfolgen sollen. Und dann würde ich euch aus den einzelnen Forschungsbäumen in den jeweiligen Stufen gerne so ein paar Schmuckstücke vorstellen. So, ausgerüstet habe ich den jetzt mit einem Ansetzer, einer Lüftung und verbessertem Drehmechanismus. Ich habe jetzt aber bei den einzelnen Panzern, man hat halt hier immer eine voll ausgebildete Crew drauf, dafür verzichte ich auf Rationen. Ich werde jetzt nicht jedes Mal die Crew irgendwie nochmal hier stundenlang umbasteln. Also wir lassen die Crew so, verzichten aber bei den TDs dann immer auf die Rationen, um das ein bisschen realistischer zu machen. Und ich werde auch keine Feldmodifikationen frei forschen. Ich denke, dann können wir das so lassen. Ja, was ist jetzt eine Stärke von dem Panzer? Ganz klar der Tarnwert. Ihr seht das jetzt hier auch, ne? Fast 50% Tarnwert. Wir haben von der Beweglichkeit her sind wir relativ mobil und wir haben jetzt natürlich keine Optik dabei, kein Scherenfernrohr. Also vom Spotten selber wird es relativ schwierig, aber dieser TD ist halt auch wirklich ein Panzer, den man am Anfang aus der zweiten Reihe oder / sogar dritte Reihe fährt und dann kann man weiter nach vorne fahren. Also es ist so ein bisschen von der Panzerung her, wenn wir Top-Tier sind, können wir auch das Ganze noch ein bisschen aggressiver angehen. Wenn man Low-Tier ist, sollte man das Ganze erstmal, wie gesagt, ein bisschen passiver angehen. Wir sind jetzt hier in einem 6er-Only-Battle, 2 Artis. Also hier jetzt definitiv erstmal bisschen Piano machen. Wir können im späteren Verlauf durchaus dazu übergehen, anzugreifen, aber ich würde erstmal gucken, dass wir vielleicht sogar in die Stadt mitfahren. Also ich will es gar nicht. Normalerweise so mit einem richtigen Papppanzer würde ich mich irgendwie hier hinten hinstellen, aber dadurch, dass wir schon auch in der Lage sind, vielleicht hier und da mal was zu bouncen, würde ich schon sagen, so ein Jagdpanzer 4 ist ja quasi direkter Nachfolger von den Sturmgeschützen und so sollte man den auch spielen. Wir gucken jetzt einfach mal so, was die Mobilität hergibt. Also ihr seht, man kommt recht zügig auf die 40 km/h ohne Probleme, also von der Motorleistung her kein schlechter Panzer. Wir haben natürlich jetzt hier nicht den Luxus, dass wir unglaublich viel sehen können. Aber wenn da hinten Heavies crossen oder so, dann sollten wir auch hier beim Cross durchaus die Möglichkeit haben, ein, zwei Schüsse zu machen. Und auch das unterschätzen immer viele. Einfach mal so ein bisschen
auch die Mobilität von TDs. Ja? Wenn ihr schon so ein bisschen Mobilität mitbringt, dann die auch für die First Shots setzen. Weil immer, wo ihr schon die Gegner so am Anfang ein bisschen bluten lassen könnt, warum nicht? Da kommt jetzt schon einer durch. Wenn er jetzt hier durchzieht, einer ist schon leider durch. Wenn er jetzt hier weiterfährt. Na gut, da hat er jetzt glücklicherweise gebounced, aber er hat uns nicht aufgeklärt. Schade, dass jetzt hier die Heavys nicht durchfahren. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass unsere Panzer schon relativ aggressiv vorne stehen. Und der Super-Chefi. Naja. Man weiß nicht genau, was er da tut. Jetzt mal gucken, ob wir hier vorne irgendwie noch reinfeuern können. Da fährt jetzt ein T-34-85 vorbei. Dem konnten wir eine mitgeben. Wir sind jetzt zwar gespottet worden, aber im besten Falle guckt jetzt der Pavlak-Tank da auch nochmal raus. Ah, komm. Trau dich. Jetzt kommt da vorne ein VK nach vorne gefahren. Also so Positionen, wo ihr schon einigermaßen dicht dran seid, aber wo ihr immer noch genug Möglichkeiten habt, euch wieder rauszuziehen. Das sind so die optimalen Positionen für euren Panzer. Ich würde natürlich jetzt gerne hier mir den VK schnappen. So, jetzt ist hier rausgesidescraped. Muss mal gucken. Churchill will ich mich jetzt nicht anlegen. Für den Churchill hätten wir wahrscheinlich jetzt auch wieder Premium-Munition gebraucht. Wir können mal kurz gucken, ob wir hier den VK eine reinlöten können. Hallo? Jetzt bräuchte ich Hilfe von dem Churchill. Eine werden wir uns wohl noch fangen, es sei denn, unsere Hellcat macht ihn jetzt. So. Das war jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu aggressiv. Und ich werde mich jetzt erstmal hier versuchen rauszuziehen. Und dann aufs offene Feld zu aimen. Wir haben jetzt einen Großteil unserer AP schon eingebracht. Ich hatte gehofft, dass wir dann ein bisschen mehr Schüsse auf den Cross bekommen. Also das ist dann natürlich Kartenkenntnis. In vielen Situationen kann man hier schon ganz gut Schaden radieren. Und jetzt können wir gucken, ob wir hier vielleicht... Oh, sind schon offen. Also der 5916 wird uns gespottet haben. Der muss schon sehr, sehr weit vorne stehen, obendrauf. Das heißt, wir müssen noch weiter ansetzen, noch weiter hinten rum. Hier haben wir nur leider keine Büsche jetzt, die wir nutzen können. Aha. Ja, oder die Hellcat mit Scherenfernrohr hat uns gespottet. Kann sogar sein, dass der 5916 schon über die Straße gefahren ist oder vielleicht sogar schon hier in dem Bereich irgendwo steht. Da, ich sag's ja, grad. Da ist er schon. So, jetzt müsste den jemand anders übernehmen. Also, anders war das auch nicht zu erklären, wie wir jetzt hier mit unserem krassen Tarnwert so früh aufgegangen sind. Da musste schon jemand über die Straße gefahren sein. Jetzt haben wir noch 10 AP. Gucken, ob wir da was draus machen können. Sagen wir, gucken jetzt nochmal, ob wir hier in die Hellcat reinfeuern können. Ob wir sie vielleicht blind rausnehmen können. Also auch wichtig immer so, Blindschüsse kosten euch nicht so viel. Und im Zweifel... Ich denke, wir haben da jetzt die Hellcat getroffen. Er hat jetzt blind zurückgeschossen. Ja, die Runde ist leider verloren gegangen, aber ich meine, wir haben 1284 Schaden gemacht. Wir haben die Hellcat zweimal blind getroffen, dann hat er blind zurückgeschossen. Ich würde sagen, so richtig schlecht war es nicht. Das Ding ist halt, gerade bei den unteren Stufen habt ihr halt kaum Sichtweite. Das ist halt ein großes Problem. Wir haben jetzt hier gerade mal 385 Meter Sichtweite. Man könnte jetzt natürlich so weit gehen und sagen so, ja, packt doch irgendwas raus. Man könnte die Lüftung rausnehmen oder den verbesserten Drehmechanismus. Wir haben jetzt hier eine Einziehzeit von 1,56, 0,32 Genauigkeit. Deswegen können wir ja einfach mal probieren, wie es dann mit einer Optik aussehen würde.
Haben wir hier genug Credits auf dem Account, können wir diverse Setups auch mal ausprobieren. Also mit einer entspiegelten Optik würden wir jetzt hier auf 424 Meter Sichtweite kommen. Dadurch, dass es ein turmloser TD ist, würde ich ungern ein Scherenfernrohr einbauen. Da kriegt man zwar noch mehr Sichtweite mit, aber sobald man nur leicht die Ketten bewegt, um sich zu drehen, und ihr seht auch, der Geschützrichtwinkel ist nicht wirklich groß, habt ihr halt das Problem, dass ihr sofort wieder die Wirkung des Scherenfernrohrs Entschuldigung, verliert. Deswegen würde ich immer eher sagen, die entspiegelte Optik. Es sei denn, ihr sitzt jetzt in sowas wie einem TD mit drehbarem Turm, zum Beispiel in der Hellcat oder bei den Schweden, dem Stridsvagn Udes, wo ihr quasi, wenn ihr den Siege-Modus aktiviert, die Ketten drehen könnt, ohne dass das Tarnnetz und das Scherenfernrohr dann ihre Wirkung verlieren. Das wären so Optionen. Aber gerade mit so einem Sturmgeschütz wollt ihr natürlich auch häufiger mal mit nach vorne fahren und da macht dann vielleicht eine entspiegelte Optik mehr Sinn. Hier sind wir jetzt wieder in der Situation, die Karten werden nicht unbedingt besser für den Tank. Wir sind jetzt hier auf Provinz und wieder in einem 6er-Only-Battle, das ist nicht schlecht, zwei Artis. Hier ist natürlich auch wieder Blindshot Fiesta auf Doom. Ihr habt 670 Strukturpunkte und um keinen negativen Einfluss auf euer Team zu haben, müsst ihr im Prinzip eigentlich nur roundabout 3 Schüsse machen, also 660 Schaden, dann habt ihr nahezu schon eure eigenen Strukturpunkte ausgebügelt. Das ist auch immer ganz cool für die Leute, die Missionen machen, die dreimal so viel Schaden machen müssen, wie ihr Fahrzeugstrukturpunkte hat. Das wären jetzt hier in dem Fall gute 2000 Schaden. Das ist jetzt keine Seltenheit, dass man auch mal mit so einem 6er TD 2000 Schaden macht. So, ich will... Natürlich muss man jetzt hier auch immer aufpassen, wenn man blind schießt. Das haben wir gerade gesehen. Das funktioniert in beide Richtungen. Na, schade. M6 würde ich jetzt gerne beschießen. Wir feuern jetzt erstmal auf alles, was wir können. Gute Spots. Oh. Da nochmal reinfeuern. So, wir verlieren jetzt hier gerade Panzer um Panzer. Der VK macht sich da unten. Den Light wollen wir natürlich ausschalten, so schnell es geht. So, das ist natürlich eine Karte, die lebt einfach vom Snipen. Und da würde ich einfach dann in alle Büsche mal blind reinfeuern. Und wir müssen halt nur aufpassen, dass uns der Light nicht spottet. Oh, das ist jetzt wieder. Also bringt euch irgendwo in Position und schießt, was das Zeug hält. Das ist die Devise. Muss jetzt nur halt gucken, wenn er da jetzt wirklich durchzieht. Er bleibt da stehen. Da ist der Nächste. Ihr seht aber auch schon, was das für eine DPM ist, ne? Wie schnell man hier am Nachladen ist. Und gerade solche Runden, die will man dann natürlich voll ausnutzen. Auch wenn wir natürlich jetzt hier nicht die genaueste aller Kanonen haben. Aber 202 Schaden alle 4,38 Sekunden. Da muss man halt schon aufpassen, dass man die Knarre nicht leer schießt. Und ihr seht das ja dann auch immer, wenn die Schüsse durchfliegen, sieht man dahinter so Dreck hochspritzen. Und wenn das getroffen hat, dann sieht man diesen Dreck halt nicht hochfliegen. So, und jetzt haben sich die Lights größtenteils alle in den Tod gejodelt. Und jetzt geht es im Prinzip darum, wer kann jetzt hier aus der Karte noch am meisten rausholen. Als Heavy möchte man hier auf der Karte überhaupt nicht gerne starten. So, nochmal zwei Blindschüsse da reingehauen. Also, das ist halt auch TD-Gameplay, ne?
euer Team ist nach vorne gefahren, fightet und ihr steht halt jetzt erstmal hier und wartet. Ihr wollt natürlich aber auch das aggressive Gameplay jetzt zum Beispiel von euren Mediums belohnen durch Unterstützungsschaden. Ne? Also ihr seid quasi auch so ein bisschen das Endorphin der Mediums und Lights. Wenn die da vorne günstig was aufmachen, dann wollt ihr natürlich auch schießen. So, den Light haben wir. Was halt wichtig ist, gerade bei so turmlosen TDs, ne, dass ihr immer daran denkt, sobald ihr eure Ketten dreht, geht das Fadenkreuz extrem weit auf und ihr müsst dann erstmal euch noch Zeit erkaufen, um wieder einzuziehen. Das geht bei diesem Panzer relativ zügig, ja, aber KV-85 hier auch ausgemachter Sniper-Gott. Ich will ihm jetzt auch gar nicht einfahren. Also ihr seht das, ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ihr seht ja, wie weit das Fadenkreuz dann immer aufblumt. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier auch unseren Schuss machen können. Und auch das ist in gewisser Weise TD-Gameplay. Man setzt sich erstmal selber nicht dem allergrößten Risiko aus. Eben habt ihr gesehen, auf Minz sind wir aggressiver gefahren. Oh, schade, dass der nicht trifft. Das, was man halt lernen muss, ist so ein bisschen vorhalten. Man kann sich das noch ein bisschen einfacher machen. Wir haben jetzt hier eine Shell Velocity von 773. Das ist natürlich nicht wirklich viel. Ihr kommt mit APC auf 966. Aber wir wollen ja auch nicht hier unsere ganzen Credits wegwerfen. So, und jetzt beim Spielstand von 7:7 würde ich schon sagen, können wir mal die Beine in der Hand nehmen und nach vorne fahren. Wir haben die Mobilität. Ich würde sogar sagen, wir pushen jetzt über die andere Seite. Man kann das natürlich auch komplett auf dieser Karte aussetzen, keine Frage. Mir fällt das nur immer ein bisschen schwer. Und ich habe jetzt auch nur noch 6 Standardgranaten dabei und will jetzt hier auch nicht unbedingt groß in die Unkosten reingehen. Da ist noch eine Jackson, eine Hellcat. Wir können natürlich auch selber für unseren Churchill Gun Carrier, der sicherlich nicht nach vorne fahren wird, wer will es ihm verübeln. Der Panzer ist nun wirklich nicht dafür gemacht, irgendwie großartig sich nach vorne zu bewegen. Aber mit so Panzern wie dem Jagdpanzer 4, wo ihr durchaus in der Lage seid, mal hier und da vielleicht einen Schuss zu bouncen und wo ihr, wie gesagt, auch die ausreichende Mobilität habt, um euch dann zu verlegen. Warum nicht? Wir können jetzt als erstes mal hier schauen, ob wir hier was aufbekommen. Wir haben jetzt ja auch eine Optik eingebaut. Mit 425 Meter Sichtweite können wir durchaus auch mal was spotten. Natürlich ist es jetzt ärgerlich, weil die hier sicherlich alle hinten drinstehen und so eine Su 100Y, die tut halt auch weh. Ah, ihr seht, wir haben jetzt zum Beispiel den T-34-85 gebounced. Die Gegner haben keine Arti mehr, wir haben noch 2 Artis. Jetzt mal ganz kurz hier antesten. Bin nicht aufgegangen. Jetzt können wir vielleicht sogar hier versuchen, einen Proxy-Spot zu bekommen. Ich gehe ja auch nicht auf beim Schießen. Also kann ich jetzt hier noch weiter farmen und die Suche jetzt auch rausnehmen. Weggefahren oder ich habe ihn nicht durchschlagen. Auch die Arti hat ihn jetzt nicht gekriegt. Also unsere Leute cappen und das Gegnerteam macht keine Anstalten hier zu decappen. Ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal, ob die Hellcat jetzt hier noch hochfährt, was aufmacht. KV-85. Erst Snipe, dann Cap. So.
So, jetzt haben wir nichts mehr, was uns groß wehtun kann. Jetzt können wir auch selber noch versuchen, noch einen Schuss zu machen. Da. Ja. Okay. Jetzt kann uns nichts mehr groß wehtun. Wenn ich natürlich die Hellcat nicht rausbekomme. Aber hier war das Ding schon in trockenen Tüchern. Mit nicht groß wehtun meinte ich natürlich, dass uns jetzt kein Panzer mehr über 400 Schaden mit einem Schuss reindrücken kann. Dass sie jetzt da hinten in ihren Ecken weiter noch auf mich schießen konnten, ja mein Gott. Wir sind jetzt zwar dafür geplatzt, aber alles in allem würde ich sagen, war es trotzdem eine gute Runde. 1941 Schaden, also ich habe ja gesagt, so 2000 Schadenrunden sind jetzt nicht allzu selten. Den Großteil davon haben wir über eine Entfernung von 300 Meter gemacht, 1300 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Und weil wir jetzt hier noch eine Mission erledigt haben, haben wir jetzt ja auch noch 71.000 Credits gut geschrieben bekommen. Würde ich sagen, hauen wir nochmal eine dritte Runde hinterher. Mit Optiken fühlt sich das Ganze tatsächlich noch ein bisschen besser an, aber man dreht natürlich ein bisschen langsamer mit der Wanne. Nachteil natürlich, der Panzer kommt auch in Achtergefechte. Also bis jetzt waren wir zweimal in 6er-Only-Battles. Jetzt sind wir mal in einem 7er-Gefecht. Und auch hier könnte man jetzt natürlich sich hier hinten hinstellen und snipen. Ich bin da immer kein großer Freund von. Ich würde jetzt sogar auch mit dem Jagdpanzer 4 wahrscheinlich in die Mitte fahren, oder? Hier hinten ist halt immer zu ärgerlich, wenn das Gegnerteam hier durchzieht, dann werdet ihr hier gespottet und könnt dann auch nicht mehr groß was machen. In der Stadt sehe ich mich jetzt auch nicht. Aus der Mitte kann man halt in alle Himmelsrichtungen immer feuern. Das ist ganz schön. Wie gesagt, Klassiker ist halt hier irgendwo hinterm Busch stehen und hoffen, dass hier was langfährt oder dass da was aufgeht. Aber viel zu häufig sind die Gegner zu schnell dran. Ihr macht einen Schuss, geht auf, Platz. Also ich mag das auf der 1er-2er-Linie nicht. Und vor allem, wir haben jetzt ja nicht den dicken Alpha, sondern die 220 sind jetzt ja irgendwo so solides Mittelfeld, würde ich sagen, auf Stufe 6. Da kommt man mehr über die Vielzahl an Schüsse. Und deswegen macht es durchaus mehr Sinn. Aus der Mitte kann man sich auch leichter dann wieder absetzen, wenn es mal nicht so läuft. Jetzt gar nichts auf der 1er, 2er. Das wird interessant. Dann können wir auch gleich knicken, uns da hinzustellen. Die Artis, na, wo wir bei dem Thema Artis waren. Das ist jetzt so ein Moment, wo man definitiv die Beine in die Hand nehmen sollte und umgehend die Flanke wechseln. Jetzt hat er sich festgefahren, der Arme. Hat dafür natürlich auch gleich die Quittung bekommen. Also, man kann jetzt nochmal hier hoffen, dass sie das selber mitkriegen. Da ist ein VK. Ah, die Schüsse natürlich auf lange Entfernung zu langsam unterwegs. So, wenn jetzt die Heavys da gleich durch die Stadt fahren, könnte man sich überlegen, damit zu fahren. Also hier wäre jetzt, wie gesagt, wichtig, dass die Artis, das ist ja noch aufdringlicher, auf der Minimap geht es ja nicht, dass sie durchaus jetzt die Beine in die Hand nehmen sollten, aber ich glaube, kriegen das alle nicht so richtig mit. Ich würde halt jetzt gerne den VK da angehen, aber wenn ich da nach vorne fahre, kann schon sein, dass ich direkt drauf gehe. Der Skoda T25 hat sich jetzt bequemt, da auf die andere Seite zu fahren. So, VK ist draußen. Cheffy ist nach vorne gefahren.
So, und wir spielen jetzt mal hier unseren Tarnwert ein bisschen. Ich schieße jetzt nicht, weil ich dafür nicht aufgehen will. Jetzt können wir gucken, ob wir hier... Also bis jetzt läuft die Runde nicht so zu unseren Gunsten. Wir stehen sehr, sehr aggressiv hier. Da fährt die VK-Ratte. Zack. In die Kette geschossen. So, den können wir jetzt aber farmen. Bauen uns schon wieder an ihm. So, Skoda ist jetzt hinter seiner... Der Skoda ist jetzt hinter seinem Stein vorgefahren. Aber jetzt haben wir 3 Schüsse gemacht, ihr seht, ne, wir haben jetzt hier schon wieder... Wir haben jetzt hier schon wieder unsere HP quasi an Schaden gemacht. Und alles andere ist jetzt wieder Schmuck am Nachthemd. Also es ist unglaublich, unglaublich einfach hier seinen Schaden... beziehungsweise seine HP an Schaden zu machen. Das ist auch der Grund, warum ich sagen würde, dass sich TDs durchaus für Einsteiger sehr lohnen können. Oh, schade, der bounced. So, und jetzt können wir weiter mal. Jetzt können wir eigentlich gucken, dass wir hier hinten vielleicht noch den Stritzwahn rausholen. Oder den VZ, irgendwas. Der Stritzwahn ist halt ein Autoloader, müssen wir ein bisschen aufpassen. Frage, fährt er da jetzt offen rum? Ja, macht er. Der bounced, aber er ist getrackt. Ich würde da direkt nochmal reinfeuern. Aber er steht da immer noch. Sieht so aus, als wenn er da immer noch steht. Jetzt ist er, glaube ich, das erste Mal durchgeflogen, der Schuss. So, wir dürfen jetzt halt nicht quasi das Gefecht jetzt noch wegschmeißen. So, da unten. Stritzer. Go get it. So. Weiß nicht, ob wir uns jetzt noch den Killer am Stritzwahn holen. Denk schon. Panzer 4 kommt auch mit. Wir können ihn noch rammen. Also. Ah, den Kill wollte ich auf jeden Fall haben. Ja, also 3 Runden. Auf jeden Fall immer über 1000 Schaden. Immer mehr Schaden gemacht, als wir Strukturpunkte hatten. Das sollte am Anfang definitiv euer Ziel sein. Ich glaube, wir haben auch in keiner Runde wirklich Premium-Munition gebraucht, geschossen. Natürlich hatten wir jetzt keine 8er Runde dabei. Aber wir haben so eine Mischung gespielt aus semi-aggressiv. Auch hier haben wir wieder einiges blind getroffen. Also den VZ haben wir tatsächlich, ich hätte wahrscheinlich sogar weiterschießen sollen. 3-mal haben wir ihn getroffen für 655. 1991 Schaden, also hier wieder 2er an Schaden. Ja, einfach ein, ich finde der Jagdpanzer 4 häufig underrated. Ein geiles Teil. Man hat
sowohl die Möglichkeit, aus der zweiten Reihe zu schießen, aber ihr habt auch da gesehen, wo die Probleme liegen. Ne? Die Shell Velocity ist jetzt nicht allzu geil mit 773 Metern auf der Standardmunition. Aber ihr habt halt auch die Möglichkeit, so wie wir das auf Kloster gemacht haben, dann im weiteren Verlauf der Runde nach vorne zu fahren oder zum Beispiel jetzt eben gerade auf Fischerbucht gleich in die Mitte zu fahren, gleich aus der Mitte heraus zu agieren, weil wenn wir auf die 1er-2er-Linie gefahren wären, na, dann wäre sowieso Feierabend gewesen. Also ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet von meinen Überlegungen aus den jeweiligen Runden. Das war jetzt natürlich nur so ein ganz kleiner Auszug aus dem TD-Gameplay. Und da gibt es natürlich noch diverse andere Panzer, die sich ganz anders spielen, die ich mir mit euch dann auch in diesem Format angucken wollen würde. Da bin ich jetzt, wie gesagt, auf eure Meinung, auf euer Zutun angewiesen. Wollt ihr, dass wir das so weiter fortführen und dass wir da ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, was die TDs angeht? Oder sagt ihr, nee, interessiert mich nicht, ist scheiße. Es wird sicherlich auch einige geben, die sich jetzt darüber ausheulen, dass hier dass die Panzer hier auf dem Presseaccount halt alle mit einer voll ausgebildeten Crew am Start sind. Ja, mein Gott, so ist es halt, aber darum geht es mir auch gar nicht so sehr, sondern es geht mir im Prinzip darum, was ihr mit den unterschiedlichen Panzern machen könnt, wie groß euer Einfluss sein kann und wo aber auch die Limitierung solch einer Panzerklasse dann sind. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wie gesagt, vergesst nicht in die Kommentare eure Meinung zu schreiben. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein.